Wir gehen hinein in diese Begegnung beim Spielstand 3-2. Aus der Sicht für Lisicki hier im Vordergrund mit dem gelben Hemd. Bislang alles in der Reihe. Das ist ein Mittel gegen Bartoli, eben nicht nur lang von der Grundlinie und mit Power, da sind beide Damen sehr stark, sondern den Winkel finden, um die Französin zum Laufen zu bekommen. Da hat sie dann doch deutliche Nachteile. Exzellent. Das ist das Entscheidende in solchen Situationen, den Kopf zu heben, zu realisieren, wohin bewegt sich die Gegnerin und dann nicht immer die freie Ecke anzuspielen, sondern auch mal gegen die Laufrichtung. Spielt aggressiv beim Return, auch das ist angesagt gegen Bartoli, die ja selbst ihrerseits gerne versucht, das Spiel zu machen. Die Französin derzeit die Nummer 13 in der Welt, die Deutsche auf Position 63. Das ist ein bisschen nach hinten gegangen seit der besten Platzierung, 49 im Oktober des vergangenen Jahres. Breakchance für die Deutsche, die bislang ohne Satzverlust hier in dieses Halbfinale marschiert ist. Natürlich der große Erfolg gegen Venus Williams, ein 6:4 und 7:6. Da war sie selbst ein bisschen überrascht und sagt, das kann doch gar nicht wahr sein, dass ich so eine tolle Spielerin in einem derart großen Turnier besiege. Aber es hat sie realisiert und hat danach nachgesetzt. Nachgesetzt bedeutet dann im Viertelfinale gegen Vesnina nicht einfach sich hängen lassen und sagen, das war ein toller Triumph. Wunderbar, mal eine Top-5-Spielerin der Welt besiegt zu haben, sondern nochmal einen draufgesetzt und die Russin wirklich abgefertigt mit dem 6:0 und 6:4. Im Weg an der Französin. Erste Runde ein Freilos, weil deutlich höher gesetzt worden im Tableau und ist bislang auch ohne Satzverlust. In der Runde zuvor den Höhenflug der Ungarin Melinda Zink in 2 Sätzen beendet.
Also Breakball abgewehrt der Französin und damit drei beide in diesem ersten Satz. Die beiden haben Erfahrungswerte, haben also schon einmal gegeneinander gespielt und zwar im vergangenen Jahr auf einem anderen Belag, ein größeres Turnier und zwar in London, Wimbledon. Dort gewann die Französin 6-2, 6-4. Jahr zuvor, ja völlig überraschend dort ins Finale gekommen. Bislang konnte sie sich im Turnier auf den ersten Aufschlag verlassen. Eine hohe Prozentzahl Erster im Feld und daraus resultierend dann auch sehr häufig den Punkt gemacht. Prima. Auch hier wieder gegen die Laufrichtung. Gut eingestellt, taktisch ist er mit ihrem Vater hier, die Mama auch dabei. Und der kleinste Begleiter darf natürlich auch nicht fehlen. Ein Yorkshire Terrier, anderthalb Jahre jung. Einfaches Aufschlagspiel für die Deutsche, die ja ihr Debüt gibt hier in Charleston bei einem großen Turnier. Immerhin mit 1 Million US-Dollar dotiert. Und sollte sie das Finale erreichen können, wäre es entsprechend auch der größte Erfolg bislang in der Karriere. Da sind wir zurück im Halbfinale von Charleston. Wir suchen die Gegnerin von Caroline Wozniacki aus Dänemark, die zuvor in einem dreistündigen, hochdramatischen Spiel Elena Dementjeva besiegt hat und damit die Dänin innerhalb von Wochenfrist, so wird das dann beim Tennis immer bezeichnet, in der Woche zuvor ja Pontevedra Beach in Florida das Finale gespielt und gewonnen und damit erstmalig die Chance, hintereinander zwei Turniere zu gewinnen. Beide auf diesem Belag, auf dem Green Clay, quasi das Paradestück oder nein, das Vergleichsstück zur roten Asche in Europa, aber in der Geschwindigkeit deutlich anders, nämlich schneller. Fifteen.
Erster Doppelfehler der Französin. Das ist vermeidbar. Ansonsten geduldig aufgebaut. Ist nicht gleich volles Risiko gegangen bei diesem zweiten Aufschlag. Clever. Unsauber vom Return, dadurch kam dieser Winkel erst zustande, aber dann intelligent. Wieder mal der Breakball. Da hat sich Minuten gespielt, also die Möglichkeit, hier einen guten Schritt zu machen Richtung Satzgewinn. Prima. Volles Risiko. Aus der Rückhandecke diagonal die Vorhand gespielt und damit der Aufschlag Verlust bei Bartoli. Lisicki 5-3 vorn. Und wir haben es im ersten Halbfinale ja erleben können zwischen Dementjeva und Wozniacki, wie kompliziert es ist, mit dem eigenen Aufschlag einen Satz, geschweige dann ein Match zu beenden. Die Dänin musste da jeweils bei so einer Führung, es war immer ein 5-2, den Aufschlag abgeben. Problematik angesprochen und sofort erkennbar. Auch hier der erste Doppelfehler. Den hat sie klasse ausgegraben, der ist komplett versprungen. Und dann wieder sensationell gegen die Laufrichtung. Gute Einstellung. Muss sie selbst schmunzeln, die 19-Jährige. Hat in diesem Jahr schon ein Halbfinale spielen dürfen, und zwar in Memphis. Dort gegen die spätere Siegerin Azarenka verloren. Allerdings denkbar knapp 6-7 im dritten Satz.
gut zu erkennen. Lisicki mit deutlich mehr Schlagkraft und auch mit einer besseren Länge. Und das war ein wichtiger Punkt zum 30 beide. Sehr guter erster Aufschlag, nachdem sie mit 0:15 angefangen hatte, mit dem Doppelfehler, dann doch konzentriert und souverän dieses Aufschlagspiel für die Deutsche. Und damit bleibt sie erstens ohne Satzverlust im Verlauf des Turnieres und holt sich im Halbfinale den ersten mit 6:3 gegen Bartoli. Sieg deutlich hinten. Mario Bartoli 1:4, nachdem sie den ersten Satz verloren hat, mit 3:6. Also die Deutsche nach wie vor, ja, wie wollen wir es beschreiben, in einem spielerischen Rausch vielleicht. Denn nachdem sie Venus Williams besiegt hat, danach so nachzusetzen, gegen Wessenina zu gewinnen und auch jetzt hier im Halbfinale gegen die deutlich besser platzierte Französin so zu überzeugen, das ist schon eine starke Kunst. Zweimal der Französin den Aufschlag abgenommen in diesem zweiten Satz. Ihrerseits hat sie das Break noch nicht zugelassen und so resultiert dann mal ruckzuck eine 4-1-Führung. Nach wie vor sehr konzentriert, taktisch clever. Natürlich die Kunst bei dieser deutlichen Führung für Lisicki. Vielleicht ist sie selbst auch ein bisschen überrascht darüber. Zum einen konzentriert zu bleiben, sich nicht zu viele Gedanken machen, dass sie möglicherweise Richtung Finale hier geht. Das weiß sie sowieso, aber nicht zu viel darüber nachdenken. Das ist besser. Über das Turnier, über den gesamten Verlauf des Turnieres betrachtet, sehr souverän. Im Bereich erster Aufschlag, hohe Prozentzahl und daraus resultierend, wie gesagt, viele Punkte gemacht. Hier ist es Ass Nummer 5. 2 im ersten, 3 im zweiten. Das ist so eine kritische Situation, obwohl sie ja deutlich führt mit 4-1 im zweiten. Nur schafft Bartoli das Break, verkürzt dann ihrerseits mit dem eigenen Aufschlagspiel bis auf 3-4, dann wird der Druck deutlich größer. Prima. Immer wichtig in solchen Situationen den ersten zu spielen. Könnt ihr ganz gut an der linken Hand sehen. So einen leichten Verband mit Blau. Deutlich zu erkennen, trägt sie seit Januar Blasenprophylaxe. Nicht sauber getroffen, Ball passt aber. Bedeutet also dort ein bisschen anfällig an der linken Hand. Und damit eben keine bösen Blasen kommen, die ja hinderlich sind. Gerade bei der beidhändigen Rückhand gibt es diesen Verband. Die Zahlen sind beeindruckend. Thank you.
Break-Chance Nummer 2. Der hilft weiter, und zwar deutlich. Geschwindigkeit 120 Meilen. Zwar mit dem Breakball gegen sich gehabt, aber das Break nicht zugelassen. Dazu ein Ass mit 120 Meilen in der Stunde, umgerechnet gerundet 193 Kilometer. Auch da deutliche Vorteile für die Deutsche. 6-3, 5-1. Wir haben schon viele verrückte Spiele im Tennis gesehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Bartoli das noch dreht. Dafür wirkt dann auf der anderen Seite die 19-Jährige aus Berlin schon sehr routiniert, sehr clever. Da läuft viel zusammen. Und bei dieser deutlichen Führung kannst du natürlich auch viel wagen. Sowieso eine Spielerin, die viel aus dem Bauch heraus agiert, die Situation erkennt und dann auch mal sehr schnell improvisieren kann. Also die braucht nicht allzu viele Vorgaben. Damit würde sie eher limitiert in ihrem Bereich das Tennis zu spielen, was sie letztendlich fühlt und sieht. Das ist zu viel. Erneut der Doppelfehler von Bartoli. Ist ein bisschen mehr als eine Stunde gespielt und das bedeutet Matchbälle für Sabine Lisicki. Die übrigens nach eigener Aussage und auch der ihrer Eltern so genannt werden möchte. Könnten wir sagen, weil auch polnischen Ursprungs, CK wie bei Wojniacki, dass wir hier Lisicki sagen sollten und müssten. Aber sie sagt nein, ich bin Deutsch und wir sprechen es Lisicki aus. Ball wird gut gegeben. Sabine Lisicki steht im Finale von Charleston beim Family Circle Cup. Der schüchterne Blick rüber in die Box zu den Eltern, zu Vater Richard und Mutter Elisabeth. Der Hund nicht auf der Anlage, der übrigens den Namen Happy hat. Und von daher wird sie mehr als happy sein, dieses Finale erreicht zu haben. Grandioser Erfolg für die 19-Jährige. Da haben wir sie. Überragend. Ohne Satzverlust marschiert sie ins Finale und trifft dort ja auf eine alte Bekannte, eine alte Freundin aus polnischen Zeiten, auf Caroline Wojniacki. Sensationell, was sie hier abgeliefert hat. Kompliment und Gratulation.